Niklas, hast du vorher trainiert? Ja, aber genau an diese Würfe nicht so häufig, aber ich glaube, ich würde das okay hinkriegen. Wie groß ist der Druck von der Mannschaft? Wie viele musst du treffen? Ich glaube, die haben gar keine Erwartungen auf mich, wie immer. Ich versuche über 70% auf jeden Fall. Bist du zufrieden? Überhaupt nicht. Ich habe meine 70% Quote nicht erreicht. Ja, so ist es halt. Dieses Mal war das 50%, nächstes Mal 100. Ein bisschen mehr als 50% waren es schon. Dennoch schafft es Niklas Ekberg mit seinen 6 Treffern in 33,1 Sekunden nicht in die erste Tabellenhälfte der Club Challenge. Gleichzeitig bedeutet das Kieler Ergebnis aber auch, der Titel in der Club Challenge 2017-2018 geht an Alexander Falk von den Eulen Ludwigshafen. 10 Treffer in 43,2 Sekunden bringen ihm den Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 geht an Marius Steinhauser von der SG Flensburg-Handewitt mit 9 Toren. Und Dritter wird Lukas Mertens vom SC Magdeburg.